Der SDN mit LDT wartet wahrscheinlich schon auf das Grand Finale. Dementsprechend. So, also das Rematch quasi. Wenn ich mich recht entsinne, ging das erste Match an Scorpion und Flora. Genau. Soweit ich weiß, oder? Ja. Okay, ja, gut. Ich glaube, aber das war wirklich so ein Nail-Biter. Die beiden Teams hatten auf jeden Fall definitiv sich nicht unterkriegen lassen von irgendwelchen Kleinigkeiten oder irgendwelchen Outplays und so weiter von Flora mit ihrem wirklich insanen DDD, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und okay, aber mittlerweile, Flora und Scorpion sind auch einfach gut eingespielt. Man sieht das auch einfach an den Prozenten, wenn man sich das mal so anguckt. Ja. Dementsprechend, vielleicht ist das Game gar nicht mal so lange, wie wir das jetzt da vorhin gesehen haben. Aber mal gucken. Noch ist das Spiel ja jung. Exactly. So wie die Kinder auf Herzstein heilen. Entschuldigung. Bitte. Ja, die Intrusive Thoughts haben da gewonnen. Aber. Aber noch. Also, es ist wieder recht ausgeglichen. Das sah gerade eben am Anfang noch. Jetzt, hier. Fuego Elo mit dem ersten Zug. Aber auch. Ja, auch ein Down, das heißt, es ist tatsächlich recht ausgeglichen. So far, ja, definitiv, aber Flora auch, mit diesem dicken DDD lässt sich da überhaupt nicht unterkriegen. Aber? Downer von Darklink? Young Link mit dem Darkskin, ein bisschen verwirrt, aber genügt auch einfach gerne mal, um da so ein paar Kills rauszuholen. Der Down Air ist auch einfach wirklich, das ist so ein Move auf Young Link. Wenn du davon gehittet wirst, es fühlt sich nicht so an, als ob du das verdient hättest. Honestly, immer habe ich das sogar das Gefühl, wenn ich gegen Young Links spiele, aber... Ja, schöner Angle hier, schöne Combo davon. Ah, Young Link auf jeden Fall. Zeigt auf jeden Fall so eine gewisse Consistency mit dem Charakter, was man doch immer gerne sieht. Aber auch Flora jetzt voller Farbe. Haben da so noch so ein bisschen langsamer als der Charakter ohnehin schon ist. Aber auch macht da so das schöne Gordo Neutral, zeigt so sich trotzdem noch irgendwie präsent, auch von so 50 Meter Entfernung. Das sieht man einfach gerne. Ich ignoriere den Youngling so ein bisschen. So. Der Youngling ist so ein bisschen so. Er kommt so immer so von der Ecke mit so ein paar Neutral Beats, geht aber trotzdem einfach rein. Aber wie wir sehen. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Und vor allem, was mich gerade ein bisschen surprised, das Game hat ja einen kompletten Turn genommen. Ja. So, Flora und. Flora ist raus! Alles klar. Es passieren hier Dinge. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Also, wie Pit da jetzt hier. Noch viel macht, das möchte ich nicht. Ich habe ganz kurz gedacht, dass Pit in dem gleichen Team ist wie Link und einfach so sein Teammate grappelt, dass man die durch die Gegend schleudert. Die blaue Farbe hat auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, aber das ist natürlich schon, das wäre schon ziemlich spannend gewesen. Absolut. Aber er hält sich hier auch immer noch wacker. Absolut. Die lässt sich auf jeden Fall absolut nicht unterkriegen. Macht nee. So noch sehr. Atmet noch sehr gut für seine 82%. Aber wer weiß, wie lange noch. Vielleicht, ich sehe ja gerne mal so ein schönes Comeback. Okay, Belcampo kassiert schon gerne den Boomerang von Young Link da an der. Ich sag immer Young Link an der Stelle. Ja. Dementsprechend, es ist noch vieles möglich, aber mit 143%. Schwierig. Aber bleibt auf jeden Fall spannend. So, Pit lässt sich auch wirklich nicht unterkriegen. So, ich mag das, dass einfach Flora und Scorpion beide einfach so richtig, richtig zähe Gegner sind. So, du kannst die bullien, wie du möchtest. Du kannst ihn aufs Maul hauen, wie du möchtest. Bis sie sterben, es dauert einfach. Ja, und das wir haben ja heute schon ein paar 2v1s gesehen, die einfach lange gedauert haben. Und auch jetzt wieder. Das heißt, die erste Runde geht an Belcampo und Fuego Elo. Wir bleiben gespannt, was in der zweiten Runde auf uns wartet. Absolut. Es ist einfach so, wenn da halt einfach die Grab-Kombo kommt und dann kommt so Young Link mit so einer ekligen Down-Air, machst du einfach nicht viel.
Da machst du einfach nicht viel. Aber definitiv spannendes Game auf jeden Fall. Wirklich, also Fuego Elo, Belcampo, sehr talentierte Spieler. Und dann noch gegen solche Monster wie Flora und Scorpion, auch wirklich ein absolut solider Spieler. Und ich glaube, sie haben sich auch jetzt inzwischen ein bisschen besser eingespielt. Ja. Also soweit ich das immer mitkriege, Flora kriegt ja immer mindestens Top 10 immer in den Main-Tournaments. So Top 5 ist ja meistens halt auch drin. Ich bin mir nicht sicher, ob sie im letzten Game, im letzten Tournament, wo ich war, Smash Cup Flensburg, ob sie auch Top 5 gekommen ist. Ich bin mir nicht sicher, aber es würde mich nicht wundern. Ja, also wie du ja auch schon sagtest, spielt sie diesen Charakter, wo du ja auch meintest, dass er eigentlich in der Meta gar nicht so krass ist. Genau, sehr, genau. Sehr gut. Ja, keine Meta steht 200%ig fest. Das sind ja am Ende des Tages ja auch nur Meinungen. Und wer weiß, vielleicht Flora eines Tages redefiniert die Meta mit dem DDD. Das würde mich sehr freuen, das wäre sehr cool. Ah. Aber ich glaube, da muss man seinen Job aufgeben, wenn man so mit den ganz großen Hunden spielen möchte. Absolut. Vielleicht ein, zwei Worte dazu, warum King DDD normalerweise nicht so häufig gepickt wird. King DDD hat einfach sehr viele, ich sag mal eher so cheesy Elemente, hat auf jeden Fall sehr, sehr strongest Neutral, wenn man es gut spielt, wie man ja bei Flora gerne mal sieht. Gerade wenn du gleich vielleicht die Möglichkeit hast, eine 1v1 mit Flora zu casten, achte einfach mal drauf, was sie einfach in ihren, wie sie einfach mit diesen Gordos umgeht, wie sie die immer gut benutzt. So schleudert sie raus, partet sehr, sehr patient. Kommen sie zurück, kommen sie nicht zurück. Wenn sie zurückkommen, direkt wieder mit der Neutral B zurückschleudern und so weiter. Hat auf jeden Fall sehr, sehr starke Elemente. Ist aber am Ende des Tages auch leider ein Heavy, der an der großen Hitbox gebunden ist. Also nicht gebunden, also, ne? Im Sinne von, es ist halt so ein bisschen das Burden, was du leider mit dir trägst. Und zusätzlich ist halt einfach DDD als Heavy auch einfach nicht super schnell. So, klar, DDD hat so seine Moves, aber die reichen halt einfach auf dem sehr, sehr hohen Niveau leider nicht. Da wissen einfach die meisten Leute sehr gut, wie man dagegen spielt. Und ich habe auch schon Games gesehen, wo zum Beispiel Splash Mage gegen Flora, das hatte ich auch gecastet gehabt mit Linotox. Mhm. Absolutes Chaos, weil Linotox und ich, wir konnten uns anders als wir beide jetzt nicht gegenseitig gut hören. Und es ist sehr gut möglich, dass wir die ganze Zeit übereinander gesprochen haben. Aber das war ein insanes Game. Die ganze Zeit die beiden Projektile gegen Projektile gegeneinander geschossen. Flora immer sehr, sehr sauber gedodged. Auch Linotox, nicht Linotox, der hat gecastet. Aber Splash Mage, auch wirklich wahnsinnig guter Spieler, auch locker ja. Top 5, Top 10 in diesen Tournaments immer. Aber jetzt hab ich meinen Point verloren. Genau. Hat einfach Belcampo richtig stark. Jetzt gerade erst den ersten Stock verloren, während wir uns hier in unseren Ausführungen absolut verloren haben. Absolut, ja, genau. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Was ich noch was sagen wollte, DDD ist einfach, DDD ist zu langsam, DDD ist auch ein bisschen zu cheesy. Weil wenn du dir mal so ein bisschen anguckst, was so DDD so macht, ne, es ist schwierig. Ich meine, gerade in so einem 2 gegen 2, da als Tank bist du da halt einfach die ganze Zeit so in der Mitte, wirst von gefühlt allem gehittet, so jeden Hit, den du mitnehmen kannst, den nimmst du halt einfach mit. Dafür bist du halt einfach so ein bisschen schwerer, dass sich das so ein bisschen ausbalanced. Aber trotzdem ist DDD einfach, ich weiß nicht, ich könnte jetzt nicht so direkt auf den Punkt bringen, was DDD so schlecht in Anführungszeichen macht. Aber ich glaube einfach, die Pros, die wissen einfach zu gut. Aber umso bewundernswerter, Flora mit dem reißt. Absolut, absolut. Und das finde ich einfach mega cool, dass Charaktere wie DDD aber einer nach dem anderen, Entschuldigung. Ja, alles easy. Wir haben hier am Ende des Tages wahrscheinlich das Gamecasten. Es ist sehr cool, dass Flora so consistent auf dem DDD bleibt. Und das finde ich einfach sehr, sehr respectable. Absolut. Aber vielleicht haben jetzt auch Belcampo und Fuego Elo so ein bisschen, sie so ein bisschen ausgerechnet und kommen deswegen jetzt gerade
ein bisschen besser mit ihr klar, habe ich das Gefühl. Das glaube ich auch. Ich habe irgendwie, ich bin ein, was heißt überrascht, aber ich, sehr, sehr schöner Sack von DDD an der Stelle. Möchte die Bombe mitessen. Ja. Gordo. Auch hier wieder ein... Guck dir das an, wie dieses Neutral Game funktioniert. Ja. Aber auch da leider over. Ja, das heißt, Belcampo und Figueroa haben ihre Revanche bekommen. Absolut. Das